Einkünfte aus P2P-Krediten. Ja, wie funktioniert das eigentlich mit der Steuer? Hat sich da was geändert und gibt es da doch dann dieses alternative Besteuerungsgegen? Ja, da gehen wir jetzt in dieser Videoreihe auch näher drauf ein, denn wir werden uns in den nächsten Wochen und Monaten mal intensiv mit dem Thema P2P-Kredite, steuerliche Möglichkeiten, Steuergestaltungen und Ähnlichem auseinandersetzen. Und damit herzlich willkommen zum neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Ja, dieses kleine Einsteigervideo soll dir jetzt mal den Überblick geben über alles, was du so mit P2P darüber wissen sollst und natürlich auch, was die steuerliche Situation in den Grundlagen ist. Ich weiß, viele von euch werden das vielleicht schon auch aus älteren Videos hier von Steuern mit Kopf kennen. Ist natürlich so, die sind teilweise aus 2021 oder 2020. Und auch noch älter teilweise die Videos, wo wir natürlich jetzt immer sagen, wir machen mal diese aktualisierte Version. In dem Zusammenhang ist es grundsätzlich erstmal ganz klar, dass in dem Zusammenhang hier P2P-Zinsen, die du bekommst, zum Beispiel auf Plattformen wie Bondora, Mintos, Twino oder ähnlichen, hier ganz einfach auch versteuern musst in Deutschland. Sie unterliegen grundsätzlich erstmal der Einkommensteuer. In dem Zusammenhang sind sie aber dann hier im Einkommensteuergesetz nach § 20 ESTG geregelt. Und darunter gibt es hier diese Untersteuer, die Abgeltungssteuer bzw. Kapitalertragssteuer. Es ist in dem Fall ist es eine Kapitalertragssteuer, die hier greift, weil eine Abgeltung hier übrigens nicht stattfindet. Denn in dem Zusammenhang ist es nämlich so, dass man hier ganz klar sagen muss, der Kapitalertrag, also die Zinseinnahmen, werden hier versteuert mit bis zu 25% plus Soli und eventuell Kirchensteuer. Also das heißt, man hat hier ungefähr 26,375% und eventuell noch Kirchensteuer obendrauf als Steuersatz, der hier angewendet wird. Ganz wichtig, eine Abgeltungssteuer greift in dem Zusammenhang nicht. Liegt hauptsächlich daran, weil der Kapitalertragssteuereinbehalt, der normalerweise hier stattfindet, bei zum Beispiel auch deinem Depot in Deutschland oder wenn du einen deutschen P2P-Anbieter hast, dann wird die Kapitalertragssteuer einbehalten. Und damit ist sie grundsätzlich abgegolten. Du kannst sie dir zwar auch erstatten lassen, aber die Abgeltungswirkung tritt im Ausland, also gerade bei den estländischen Firmen hier, nicht ein. Denn hier hast du zudem eine sogenannte Steuererklärungspflicht. Das heißt, du musst an der Stelle deine Einkünfte aus P2P-Krediten hier auch definitiv angeben. Denn alles andere wäre Steuerhinterziehung. Da kommt dann häufigerweise auch die Frage, naja, wie sieht es denn mit Werbungskosten und so weiter aus und kann ich nicht hier eventuell hebeln, dass ich mir 0% oder einen günstigen Kredit ganz einfach nehme, das Ganze dann ins Ausland schiebe und sage, hey, die Differenz streiche ich dann ein. Also grundsätzlich erstmal Werbungskosten grundsätzlich möglich, aber mit einer Ausnahme. Bei Kapitaleinkünften greift an dieser Stelle der sogenannte Sparerpauschbetrag. Im Jahr 2023 bzw. in den Jahren davor war der natürlich hier 801, in 2023 wurde er angehoben auf 1.000 Euro und in dem Zusammenhang soll der ja auch in Zukunft weiter angehoben werden. Das heißt, bis dahin ist alles steuerfrei, was du verdienst. Also 1.000 Euro im Jahr 2023 bei Einzelveranlagung, wenn ihr verheiratet seid, dann im Großen und Ganzen 2.000 Euro. Steuern mit Kopf ist viel mehr als YouTube. Auf steuermitkopf.de findest du unsere Online-Kurse, Fachbücher und natürlich auch die Möglichkeit, dir einen 1:1 Online-Beratungstermin mit mir zu buchen. Schau gleich mal vorbei. Jetzt ist es auch an der Stelle so, dass man sagt, ja, ich bin unter den 1.000 Euro, dann muss ich das hier gar nicht angeben. Nein, rolle rückwärts zu dem, was ich vorhin gesagt habe, das ist leider nicht so. Durch die ganz einfach ausländischen Einkünfte, die vorhanden sind, besteht hier eine sogenannte Steuererklärungspflicht. Das heißt, du musst auf jeden Fall das Ganze in der Steuererklärung angeben, komme, was wolle. Jetzt ist es so, grundsätzlich ist es auch so, dass hier, wie gesagt, diese Werbungskosten geltend gemacht werden könnten, aber Einschränkung, Sparerpauschbetrag, also keine Werbungskosten möglich. Das heißt, hier auch die Zinsen, die du eventuell für einen Kredit hier aufgenommen hättest, im Bereich P2P kannst du nicht steuerlich geltend machen. Wichtig ist aber auch, Verluste können gegengerechnet werden. Es können hier grundsätzlich bis zum gewissen Punkt natürlich die Uneinbringlichkeit von Forderungen, sofern diese voll uneinbringlich sind, gegengerechnet werden. Problematisch ist aber hier vor allem der Nachweis der vollständigen Uneinbringlichkeit. Da gehen wir zum Beispiel auch auf das Thema GmbHs ein, wo wir auch einige P2P-GmbHs haben, dass man hier natürlich eventuell sagt, naja, ab wann ist denn eine Forderung wirklich uneinbringlich? Und das lässt sich nur sehr, sehr schwer nachweisen.
Es ist, wie gesagt, hier eine Steuererklärung notwendig, die du auf jeden Fall abgibst. Und in dem Zusammenhang ist es auch hier ganz wichtig, weil die Frage habe ich auch schon mal unter ein paar Videos gesehen. Es gibt im Bereich P2P-Kredite keine in irgendeinem Zusammenhang Steuerklassen, wo du sagst, hey, Steuerklasse 1 bis 6. Nein, das gibt es nicht. Und vor allem auch ganz wichtig, muss man auch wissen, dass in dem Zusammenhang hier auch immer häufiger einige P2P-Anbieter das mittlerweile immer mehr gerne haben, hier auf ein Bankensystem umstellen. Also Mintos ist zum Beispiel einer der ersten, der jetzt da immer mehr in die Richtung Bank auch geht. Bedeutet aber auch wieder, diese Anbieter benötigen dann auch eine BaFin-Lizenz, beziehungsweise keine BaFin-Lizenz, sondern natürlich hier in dem jeweiligen Land eine Lizenz, dass sie als Bank aktiv werden dürfen. Und da ist es dann schon so, sobald diese natürlich auch diese Regularien haben, also sprich, die sind dann als Bank irgendwo registriert und wollen dann in Europa tätig sein, dann unterliegen sie, wenn sie Teil eines OECD-Staats sind, auch dann natürlich dem allgemeinen Informationsaustausch. Bedeutet, diese Daten werden dann auch natürlich unabhängig davon hier an das deutsche Bundeszentralamt für Steuern und dann in der Folge an dein Wohnsitzfinanzamt gemeldet. Sofern es sich dabei natürlich um eine Bank handelt, beziehungsweise eine Bankenlizenz in irgendeiner Form vorliegt. Sollte das hingegen nicht der Fall sein, dann ist immer die Frage, soll ich denn das melden und wie bekommt das Finanzamt dann das mit? Also grundsätzlich ist es so auch, dass in Deutschland natürlich viele Behörden miteinander zusammenarbeiten und man hier die ganz klare Thematik hat, dass ja, wenn du dir schon was auszahlen hast, ich bin ja seit über 10 Jahren, bin ich jetzt im Bereich P2P-Kredite aktiv und wir stocken da gerade auch wieder mehr auf, sei es in Steuern mit Kopf, sei es im Privatvermögen, auf Mintos, Bondora und Ähnlichem. Also gerne da einfach mal unten in die Infobox rein. Da findest du auch unseren Empfehlungslink für Bondora, wo wir sehr stark investieren. Und da ist es durchaus so, dass man hier ganz klar sagen muss, dass auch das, diese Auszahlungen gemeldet werden müssen. Hier gibt es die Meldegrenzen von 12.500 Euro. Das heißt, hier muss man dann sich im Großen und Ganzen bei der Bundeszentralbank mal kurz melden und sagen, hey, hier so und so schaut's aus, das war die Überweisung, ich will diese Überweisung melden. Dann wird das ja ganz einfach aufgenommen und in dem Zusammenhang hat sich das auch schon erledigt. Von daher ist es auch so ganz wichtig, dass natürlich diese Meldeverfahren zumindest kennst. Hier gehen wir auch in der Zukunft noch weiter drauf ein, vor allem auch mit Blick auf die P2P GmbH. Wenn dich da irgendwas interessiert, dann gerne unten in die Kommentare. Wir betreuen einige Kapitalgesellschaften, die auch hier, wie gesagt, im P2P-Bereich unterwegs sind, die so eine Kombination haben, zum Beispiel Immobilien, Kryptowährungen und P2P-Kredite, vielleicht auch noch Aktien und so weiter und so fort. Und das ist durchaus was, wo man ganz klar sagen muss, da kann man sich natürlich auch sehr, sehr viel Geld sparen. Vor allem, wenn man natürlich an der Stelle das Ganze steuerlich optimal, zum Beispiel auch mit einem sehr, sehr guten Ausgabenmanagement hinbekommt. Wir werden uns auch noch damit zusammen auseinandersetzen, wie es denn eigentlich mit einer P2P-Stiftung aussieht. Denn auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Wie gesagt, wenn du weitere Fragen hast, gerne ab damit unten in die Kommentare. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Tag, je nachdem, wann du dieses Video schaust und vor allem viel Erfolg bei deinen Investments.